Yo, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Ja, im letzten Part haben wir kläglicherweise den Cerberus besiegt und das Turnier geschafft und so weiter und so fort. Und ich habe mich wirklich, wirklich schlecht angestellt. Ich weiß, Leute, seid mir nicht böse, ich bin noch am Wiedereinlernen. Ich habe das Spiel zuletzt als Kind gezockt in Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts 2 habe ich viel öfters gezockt. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal, was es draußen zu gucken gibt. Es wird einen kleinen Cut erneut in dieser Folge geben. Zuallererst mal quatschen wir mit Claudosan. Hey, alles in Ordnung? Ja. Warum hast du dich mit ihm überhaupt eingelassen? Ich suche jemanden. Und Hades hat versprochen zu helfen. Ich setzte auf die Macht der Dunkelheit. Aber das war ein Fehler. Ich fiel in die Dunkelheit. Ich konnte das Licht nicht finden. Du wirst es finden. Ich bin auch auf der Suche. Nach deinem Licht? Pass gut darauf auf. Wie wär's mit einer Revanche? Aber auf die Fähre-Tour, ohne finstere Mächte. Ich glaube, darauf verzichte ich. Jo, wir haben Perforieren bekommen. Ich glaube, dass das ein saugeiler Move ist. Und anscheinend fehlt uns wirklich Combo und so. Den hatten wir gar nicht ausgerüstet im Kampf. Meine Güte, habe ich mich angestellt. Okay, dann werde ich reinmachen, perforieren. Brutalo. Rotator und Combo Plus. Bin kein Freund von Konter, deswegen lassen wir Konter erstmal weg. So, das können wir hier ausrüsten. Goofy Tackle oder Goofy Trombe. Ich mache mal Goofy Tackle. Und jo, dann werden wir uns jetzt mal aus der Welt rausbegeben. Aha, Videosequenz. Es wird dunkel. Ist stark, ist nett, ist immer für einen da und schön ist er auch. Er ist vollkommen, in jeder Hinsicht, vollkommen nervtötend. Er macht dich wahnsinnig. Moment, warum mache ich mir Sorgen? Ist doch alles arrangiert. Ganz ruhig. Oh, ganz einfach. Soll Herkules doch den Jungen trainieren. Bei den nächsten Spielen kassiere ich sie beide. Wer hat dich denn zu der Party eingeladen? Halt dich da raus. Das ist meine Show. Wie du wünschst. Vielleicht gewinnst du ja tatsächlich. Wundervoll. Und keine Sorge, wir werden zurückkehren zu Herkules Welt. Und wir müssen zuerst, bevor wir uns in die unbekannte Welt begeben, nochmal nach Traverse zurück, ein paar Sachen erledigen, ein paar Items holen am Shop. Das werde ich natürlich nicht onscreen zeigen, weil es zu viel Zeit verschwenden würde. Wir sehen uns sofort. Bis gleich. Yo, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder da. Ich war jetzt in Traverse und habe mir 99 Heiltränke und Tränke geholt. Einfach, damit ich's hab. Und ja, zur Sicherheit, dass mir die nicht ausgehen und ich dauernd zurück muss. Ja, wir sind wieder in Arena des Olymps. Ich habe bis dahin geskippt und wir fliegen weiter zu dem neuen unbekannten Ort. Und ich hasse Gummischiff. Habe ich euch das schon gesagt? Ich hasse Gummischiff. Gummischiff of Doom. Der Gummijet oder wie auch immer. Naja, ich werde mal mein Bestes versuchen. Ich sag's euch ganz klipp und klar, ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel umbauen können. Ich habe gerade versucht, einen der bereits vollständigen Pläne, die ich gefunden habe, in die Tat umzusetzen. Aber wie so mancher böse Held, wollte ich schon sagen, konnte ich meine Pläne nicht in die Tat umsetzen. Ja. Ist dann in der Realität doch ein Ticken anders da. Ja, keine Ahnung. Wir haben Gummiteile gefehlt. Und jetzt gilt es hier, diese Welt zu meistern. Kommt doch jetzt bestimmt gleich so ein dicker Meteorit. Ich will Meteoriten.
Und aufpassen, dass ich kein Damage fresse. Oh mein Gott! Diese kunterbunten Sachen soll wohl so möchte gern Disney sein. Naja. Oh, Aurora. Stückchen erhalten oder wie auch immer. Ob es Leute gibt, die hier wirklich mit dem Gummischiff so voll an ihre Grenzen gegangen sind? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Würde mich mal interessieren, was habt ihr denn so mit Gummischiff am Hut? Viel oder Kakamatiko? Sagt mir noch einmal mal, was ihr denkt. Komm schon, den krieg ich kaputt. Ach du Scheiße, ich habe ihn nicht kaputt gekriegt. Obwohl ich bestimmt ein halbes Jahr lang draufgeballert habe jetzt, aber okay. Naja, wir sind wieder voll geheilt. Am Anfang ist es noch leicht, aber die späteren Gummijet-Level, die werden dann halt immer umso schwerer. Oh Gott. Oh, da kommt schon die nächste Welt. Und es ist wirklich Tarzan. Oh Mann, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich hasse Tarzan. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, glaube ich nicht. Was sollte er denn hier wollen? Das Landen können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal. Vielleicht sind aber Kairi und Rico hier. Ich will hier runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiterfliegen. Landen, habe ich gesagt. Oh Gott, jetzt spielen sie an den Maschinen rum. Ah, lass das, nimm deine Finger da weg. Tja, und der Gummijet stürzt genau bei dieser Welt ab. Wollen wir uns doch mal die neu erkundbare Welt anschauen. Nachdem wir ja im letzten Part Herkules so wunderbar beendet haben. Oh, mein Kopf. Donald? Goofy? Tja, jetzt bist du auf dich allein gestellt, mein Freund. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gegen den guten Leoparden kämpfen. Der ist nicht ganz so eine große Herausforderung wie Cloud oder so, meines Erachtens nach. Also der ist ja richtig jämmerlich. Oder ich bin einfach jetzt besser gewappnet gewesen. Aber der ist billig. Oh mein Gott, wer kommt dort? Es ist unser Held, Tarzan! Oh mein Gott. Mit Dreadlocks. Tarzan mit Dreadlocks. Übelster Affenmensch. Ich hasse Tarzan. Tarzan. Gefahr. Danke. Danke. Wo bin ich hier gelandet? Gelandet hier. Okay. Wo sind die anderen hin? Hör zu, ich habe meine Freunde verloren. Hast du sie gesehen? Hm? Freunde. Freunde. Genau, meine Freunde. Zwei. Und der Laute, das ist Donald. Hä? Ach, weißt du was? Vergiss es. Ich suche meine Freunde Riku und Kairi. Freunde suchen. Riku. Genau. Schlaues Freund. Äffchen. Kairi. Richtig. Freunde. Hier. Wirklich?
Ja, ich habe voll alles verstanden. Freunde, hier. Ist jetzt nicht ganz klar, aber zeig mal. Bring mich zu Rico und Kairi. Tarzan. Tarzan gehen. Und ich Sora. Tarzan gehen, Sora auch gehen. Ja, wir haben ein neues Teammitglied, ihr könnt es euch schon denken. Wundervoller Charakter. Hoffentlich finde ich ein gescheites Bild für den Rahmen von diesem, ja, Deep Dschungel, verschollenem Dschungel. Jawohl, wir sind im Deep Dschungel of Doom. Mit Tarzan in unserem Team. Yeah, das kann ja nur gut werden. Nein, kann's nicht. Oh Mann, Tarzan, Alter. Übelster Tarzan. Und die chillen sich da. Wo sind wir? Hoffentlich ist Sora nichts passiert. Arsch! Nicht auf immer! Wir finden den König schon alleine, ha? Oh Mann. Übelster Gorilla. Hat der geschissen? Nein. Der hat ein Gummi, der hat ein viereckiges Stück Scheiße aus dem Arsch. Oh Gott. Der schlimmste Disney-Charakter aller Zeiten. Dieser blöde Jäger. Okay, Tarzan springt einfach mal von oben runter und wir wählen natürlich Sora und Tarzan, ist klar. Juhu, Tarzan Level 29. Hat er irgendwas Interessantes außer Speer? Scheint nicht so. Ich rüste ihm mal eine Proteskette aus. Und Items kann der Tarzan... Ach, hat er schon 3 Potions. Meine Güte, der ist ja schon fit. Ich war schon, wie gesagt, lange nicht mehr in dieser Kackwelt. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal umgucken, was es hier zu gucken gibt. Okidoki, da führt sie mich im Kreis. Da ist nichts mehr. Es muss hier aber ein paar Secrets geben. Also irgendwie so vielleicht Dalmatina oder so. Springen wir ins Fenster rein. Was kommt dann hier drin? Was ist hier hinten? Kann ich da hoch? Jawohl, da kann ich hoch. Was ist hier? Mhm. Schön am Erkunden, der Beli. Muss auch mal sein. Bisschen erkundet, du. Ja. Da ist anscheinend nichts. Da hinten ist ein Boot. Was ist denn unter uns? Der Haupteingang. Großartig, was hier ist, eigentlich nicht. Lasst uns doch einfach mal weitergehen und gucken, was es dann so in... Ja, da unten gibt, wo Tarzan halt runtergesprungen ist. Nehme ich doch mal an, dass man da auch hin muss. Ah, da ist noch ein Netz. Ich mich doch mal hier oben, ist da irgendwas? Das ist eine Schatztruhe. Die öffne ich natürlich. Mega Potion haben wir ja. Ja, habe ich leider eine schon verballert. Egal. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal runter. Jetzt kommt, glaube ich, dieses Tarzan Slider Minigame. Demnächst. Oh, da haben wir einen schönen Speicherpunkt. Und natürlich auch speichern. Ich habe ja hier noch ein paar Speicherungen, wo wir im Olymps waren. Wir waren im Olymp. Ich habe meine Sprachfehler manchmal, ey. Schlimm, ey. Im Olymp. Wir waren im Olymp. Sprech klares, deutliches Deutsch, Baby. Okay, okay. Also wir müssen da sliden und über die Teile springen anscheinend. Fragt mich nicht. Tarzan Slider halt so, ne? Ja, wunderbar. Wir fliehen dabei Leben. Oh, wunderbar. Wir müssen, glaube ich, schneller unten ankommen als Tarzan oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. War es das schon? Das war's? Das Slider-Minigame geht 2 Millisekunden? Oh ja, der Macher hat sich da echt was Hartes überlegt. 2 Millisekunden. Okidoki. Oh, da hinten ist ein Item. Dias kann man hier finden. Ich wette, die brauchen wir. Deswegen werde ich jetzt zuerst mal anfangen, Dias zu suchen. Tarzan, stress mich nicht. Also Dias, 4 Stück gibt es mindestens.
Oh, da ist eine Triotech, die wir natürlich nicht benutzen können. Ich hoffe, auf dem Tisch ist nichts. Da ist noch ein Dia, ich habe es gesehen. Also ein Dia fehlt uns wahrscheinlich noch. Kochrezepte. Interessant. Also ein Dia muss noch irgendwo sein. Untersuchen. Experimentierinstrumente. Aha. Also irgendwo muss noch ein Dia sein. Kochrezept 1. Ach, hier ist auch irgendwas mit Kochen noch, ne? Ist da oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Wie wäre es, wenn ich einfach mal das Fass... Ja, Tarzan kriegt's auf die Nuss, klar. Tarzan ist auf schlaues Äffchen. Ist hier hinten noch irgendwas? Gehen wir doch einfach erstmal ins Zelt. Oh, was ist das ein schönes? Hä? Ich muss es nicht verstehen, oder? Naja, gehen wir ins... Ah, da oben. Ich bin doch kein Idiot. Ach, es gibt sogar noch mehr Dias. Ah, da oben ist noch eins. Dia 1. Ah, da hinten ist auch noch ein Dia. Ha. Indiana Jones. Nein, nicht wirklich. Das wäre schrecklich. Kingdom Hearts mit Indiana Jones. Also, mal ganz ehrlich. Dann kriege ich echt einen Rappel. So, jetzt erstmal rein in die Bude. In die gute Bude. Eine schöne Videosequenz anschauen. Jane. Tarzan. Oh, und wer ist das? Hallo. Ich bin... Oh, du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Ja, stell dir vor. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen? Das bezweifle ich. Zoro! Goofy! Donald! Die beiden sind noch ein bisschen, naja, sauer aufeinander. Wie im Zirkus. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton, wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen. Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ha, und die sind noch beleidigt aufeinander. Ja, also ich bleibe. Hä? Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Oh. Ja, wir haben ein Gummistück bekommen oder so. Was ist das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir mitkommen. Zumindest vorübergehend. Rotes Gummi haben wir erhalten. Okay, wir dürfen jetzt unsere Gruppe zusammenstellen. Und ich werde ins Team nehmen Tarzan. Nee. Donald gegen Goofy austauschen. Sprich, unser Team ist aus Sora, Tarzan und Goofy. Ja, ich lasse Donald außen vor erstmal. Auch wenn Donald der coolere ist. Oh, wir haben ein weiteres Mithril-Erz gefunden. Aber die Tatsache ist einfach, dass, ja, Donald nicht ganz so Attacker ist wie jetzt zum Beispiel Tarzan oder Goofy. Alles klar, dann reden wir doch mal mit der Jane. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Hm. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias. Vielleicht trifft das eins davon. Hä? Oh, wo sind denn all die Dias hin? Tja, die habe ich alle schon eingesammelt. Hier untersuchen. Auf geht's. Das erste Dia sieht aus wie ein Schloss, Königsschloss. Was hast du denn, Sora? Ach, was? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Ja. Dann ein Haufen Kackbilder. Oh, Gorilla. Oh, Schiff. Fichter. Jetzt haben wir alle Dias durch. Und Tarzan? Wo sind meine Freunde Rico und Kairi?
Der hat die voll verarscht, der Tarzan, ey. Hey, ich dachte... Da kommt nur ein Ort in Frage. Junger Mann, wir sind nun schon seit einiger Zeit in diesem Dschungel. Und trotzdem sind wir deinen Freunden noch nicht begegnet. Ich wette, sie sind bei den Gorillas. Tarzan weigert sich aber, uns zu ihnen zu führen. Also wirklich, Mr. Clayton, Tarzan weigert sich nicht... Dann bring uns schon hin. Bring uns zu den Gorillas. Gorillas. Ja, er überlegt. Für Sora macht das. Sein bester Freund Sora. Guckt euch dieses schöne Gesicht von Tarzan an. Wunderbar, Tarzan, oder? Tarzan, bist du sicher? Tarzan, gehen zu Kerchak. Kerchak? Das muss der Anführer sein. Wunderbar. Ich gehe als Eskorte mit. Immerhin ist es im Dschungel ziemlich gefährlich. Ja, Clayton, dich braucht man nicht mit deinem Mega-Grinsen, Alter. Ich baller dich um, Clayton. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Ganz einfach, weil es schon 20 Minuten sind. Oh mein Gott, Bailey, was machst du nur? Okay, wir haben wenig Geld, was daran liegt. Ich habe Items gekauft. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann hoffentlich Tarzans Welt beenden. Ich bin Bailey als LP. Bis dahin. Ciao, ciao.